Hallo und herzlich willkommen zurück zu Star Stable. Ja, ich befinde mich hier noch in Fear Grove, aber wir werden uns auf den Weg machen nach Dandal, denn dort soll es in der Nacht spuken und ja, sehr komische Geister sollen da ihr Unwesen treiben und generell soll es mega unheimlich sein. Und ich war noch nie nachts dort und bei mir ist es jetzt ein paar Minuten vor Mitternacht und ja, ich bin super mega gespannt, ob tatsächlich da irgendwie komische Geräusche sein werden, ob ich mich erschrecken werde und so weiter und so fort. Ich habe ein bisschen Angst, aber ich bin zuversichtlich, dass ich das schaffen werde. So. Hier ist nun der Berg oder das Tor von Dandal und ich, ja, wie gesagt, ich habe echt ein klein bisschen Angst. Ich bin ja sowieso so ein bisschen so ein kleiner Angsthase, was Geister betrifft und sowas alles. Deswegen schauen wir mal. Ich habe schon so einige Videos gesehen auf YouTube deswegen, habe aber noch nie wirklich irgendwelche Geräusche gehört. Also man hat die nie so wirklich rausgehört. Deswegen habe ich jetzt auch mal den Sound auf relativ laut gestellt. Deswegen könnte es sein, dass ich sehr laut rede. Falls ich übersteuere und ein bisschen komisch klinge, dann liegt es daran, weil ich den Sound jetzt wirklich ziemlich laut gestellt habe. Vielleicht finden wir ja auch irgendwelche Wesen oder so. Da würde ich mich echt erschrecken. Ich glaube, wir müssen auch so Richtung Berg hochgehen oder sowas. Auf jeden Fall sind so die meisten da lang gegangen. Okay, schauen wir mal. Es soll irgendein Schrein zu hören sein oder so. Oh, ich bin echt gespannt. Wer von euch war denn schon nachts in Dandal und hat diese komischen Geräusche gehört? Kann mir da irgendjemand Berichte geben? Und seine Erfahrung dazu. Okay, was ist denn hier? Ich war hier, glaube ich, auch noch nie. Ich gehe mal kurz hier oben hin, weil ich hier auch noch nie lang geritten bin. Da ist ein Glühwürmchen. Ganz viele Glühwürmchen. Ach, wie schön. Glühwürmchen. Oh mein Gott. Bei dem Haus war ich tatsächlich noch nie. Wir werden einfach mal... Wow. Wir werden einfach mal Dandal komplett bei Nacht erkunden. Wie cool. Also es sieht echt schön aus nachts, das muss ich schon sagen. Hallo? Guten Tag, ist da jemand? Ich sehe da doch eine Laterne leuchten. Hier sind noch ein paar Pferde. Guck mal, hier ist auch ein Pferdeanhänger. Ich wusste gar nicht, dass hier auch ein Pferdeanhänger ist. Der ist aber noch nicht aktiviert, so wie es aussieht. Bin mir aber nicht sicher, aber ich gehe da jetzt auch nicht rein. Ah, ein paar Schweinchen. Wie gesagt, ich habe das hier noch gar nicht gesehen, aber ich habe die Quests hier auch noch nicht. Von daher, Christy! Ja, wir sehen uns demnächst wieder, Christy. Okay. Hier ist noch nichts Besonderes. Noch ist nichts zu sehen. Dann gehen wir wieder zurück und laufen weiter. Und dann fahre ich wahrscheinlich eher so Wolfshöhle da in die Richtung. Da könnte ich mir auch ganz gut vorstellen, dass da irgendwie was ist. Und ich werde auch nicht ganz so viel quatschen. Warte mal, kann man nicht auch hier hoch? Also hier hoch kann man schon mal. Ich habe auch noch die ganzen Geheimgänge und so habe ich noch nicht gesehen. Wow. Interessant, interessant. Hier ist bestimmt gleich Schluss. Ja, also weiter komme ich, glaube ich, hier nicht. Schade. Vielleicht gibt es ja noch irgendeinen Geheimgang weiter nach oben. Oh, oh, jetzt bin ich mal ganz schön gerutscht. Wer hier einen Geheimgang kennt, gerne auch Bescheid sagen. Wie gesagt, ich kenne mich hier noch nicht so gut aus bei solchen Sachen. Das habe ich einfach bis jetzt viel zu wenig gemacht in Dandal. Um das alles irgendwie zu kennen. Oh. Oh, geht. Alles gut. Okay. Ja, bis jetzt finde ich es eher schön als erschreckend, muss ich sagen.
Boah, die Blumen sahen jetzt eben im Dunkel schon ein bisschen creepy aus. Die sahen jetzt so ein bisschen wie Gestalten aus, die da saßen. Boah, die Lichter brennen. Partikel werden hier noch angeleuchtet. Es sieht echt, also es lohnt sich wirklich, nachts mal hier hinzugehen. Das muss man ja schon sagen. Der Kiel. Super schön, ey. Boah, der Himmel. Mega. Wunderschön. Da oben kann man noch lang, das weiß ich. Oh, jetzt ändert sich auch der Himmel schon wieder ein bisschen. Ah, vielleicht je nachdem, wie der Leuchtturm gerade leuchtet. Boah, sieht das mega aus. Es tut mir leid, ich bin super begeistert davon. Es sieht einfach richtig, richtig schön aus. Das ist so eine schöne Fotokulisse. Ich glaube, ich muss da direkt mal ein Bild von machen. Und die Sterne. Unglaublich. Also das haben sie echt schön gemacht. Guck doch mal hoch hier. Flame Wings. Ja, mal ein paar Bildchen machen, weil es so schön aussieht mit dem Himmel. Also ich finde das einfach richtig, richtig zauberhaft. Da bin ich schon so ein ganz klein bisschen begeistert. Die Pilze leuchten aber auch ganz schön, ne? Der alte Jervik Highway. Ja, da oben gehe ich jetzt nicht hin. Es ist so einsam hier. Keine Menschenseele hier irgendwo. Oh, doch, hier läuft. Wer ist das denn? Die habe ich aber auch noch nicht hier laufen sehen. Ist die neu? Ist hier seit irgendein Update da? Wer bist denn du? Dich habe ich hier noch nicht laufen sehen. Mein Fräulein. Habe ich wahrscheinlich immer verpasst, wenn ich hier lang gelaufen bin. Wahrscheinlich. Oder sie kommt nur bei Mondschein. Wer weiß, wer weiß. Oh, was ist das für ein Licht da hinten? Was ist das für ein gleißendes Licht? Hinter diesem Zaun. Und ich wollte jetzt nicht hier reinspringen. Oh, da muss ich mal hin. Da oben ist ein Stern, oh mein Gott! Wie soll man bitteschön diesen Stern bekommen? Kann mir das jemand von euch sagen? Den sehe ich das erste Mal hier. Von da oben vom Berg irgendwie runterspringen wahrscheinlich. Gute Frage. Hier ist auch jemand. Nein! Wo kommt die denn her? Ich kann aber, obwohl es mir angezeigt wird, noch nicht mit ihr reden. Das ist doch, heißt sie Jessica? Ich glaube Jessica, die Königin der Finsternis. Option, Interface nochmal verbergen, das sieht schöner aus. Die habe ich auch noch nicht hier gesehen. Noch nie, die ist doch auch hier neu. Oh mein Gott, was ich hier alles so finde in der Nacht. Warum stoppst du? Flame Wings, was los? Warum stoppst du einfach so? Ich sollte der Sache ziemlich nahe kommen. Okay. Warum habe ich denn da noch irgendeine... Was? Hä? Was ist das? Warum bin ich jetzt plötzlich hier? Und warum ist da dieses Mädchen? Sehr seltsam. Wer bist du? Warum bin ich plötzlich hier? Warum kann ich nicht mit dir reden? Sehr komisch. Sehr, sehr komisch. Okay. Okay. Ich muss mal ganz kurz gucken. Warte mal. Ich muss mal das... Ich finde das gerade echt sehr, sehr eigenartig. Verfügbar? Ich habe ja auch gar keine Quests weiterlaufen oder so. Zurück eine Hillquest, Thomas. Ein Schrei in der Stadt. Von Pamela im mondsicheren Dorf. Okay. Tag T, der Traumtag.
Seekranke Mitte Pferdemarkt? Gangartanweisungen? Hausarrest? Südhof? Von Südhof? Ist sie von Südhof eventuell? Ich habe keine Ahnung. Ranger? Rania? Hä? Also wirklich komisch. Warum bin ich jetzt hier gelandet? Ich verstehe es nicht. Also das verstehe ich jetzt wirklich nicht. Ich gucke trotzdem mal kurz hier. Was ist denn das für ein Haus hier eigentlich? Kann ich da sein? Also ich würde wahrscheinlich schon da sein können. Da ist der Bus zum Shopping Center. Beim Shopping Center ist es hell. Mein Pferd will mich nicht vorbeilassen. Jetzt aber. Ich will nur mal gucken. Nur mal gucken, was da so ist. Ach so, das ist das hier. Okay. Eine wunderschöne Hütte. Wo ich aber noch nicht so wirklich was tun kann. Konnte ich da meinen Schrank? Nee. Kann ich leider noch nichts weitermachen. Aber es sieht ziemlich cool hier aus. Sieht ganz cool aus. Das muss man schon sagen. Okay. Hat mir jetzt aber noch nichts gebracht. Okay, ich möchte weiter Richtung Stadt, bitte. Es sind jetzt schon so leicht komische Geräusche, aber kein Schrei oder so, der mich jetzt irgendwie erschrecken würde. Da steht jemand. Mädchen, lass mich nicht alleine. Die Wanda. Hallo Wanda. Wanda, hallo. Sprichst du mit mir? Sprechen. Winken. Wanda. Wanda. Hallo. Wanda spricht nicht mit mir. Wanda steht da einfach nur so. Okay, Wanda. Dann muss ich wahrscheinlich erst einmal weiterlaufen. Okay, gehen wir erstmal weiter. Trotzdem war das jetzt echt sehr, sehr eigenartig. Da hinten ist auch noch ein Licht. Also das sieht man ja echt ein bisschen besser im Dunkeln, ne? So, die einsamen Häuschen, die man sonst im Hellen nicht so sieht, die nicht so auffallen. Aber hier war ich nämlich auch noch gar nicht. Huch, da ist ein Kissen. Ja, Flamewings erschreckt sich vor einem Kissen. Corvas Hütte. Siehst du, tatsächlich ist das erste Mal entdeckt. Sehr schön. Sehr hübsch. Hier ist aber auch nichts weiter. Ich höre nur irgendwelche Vögelchen immer so ein bisschen zwitschern. Nur ein paar Vögelchen. Alles gut. Alles gut. Hier gibt es nichts Unheimliches. Außer, dass ich bei einem sehr komischen Mädchen eben gelandet bin, was mir vorher noch nie passiert ist, als ich nach Südhof gelaufen bin. Dass ich Jessica getroffen habe. Die ich auch schon seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen habe. Ich würde auch gerne nochmal zu diesem See laufen. Hier war ich auch noch gar nicht. Ich war schon bei so vielen Sachen hier noch gar nicht. Das ist krass. Ah doch, hier war ich schon mal. Aber nur mal ganz kurz. Oh, hier ist ein Star Rider Shop. Kann ich schon bei dir einkaufen? Ja, könnte ich. Stimmt, da war ich auch schon mal. Habe ich sogar schon mal geschaut. Stimmt. Stimmt. Oh, jetzt habe ich mich aber verwuschelt. So, Moment. Okay. Wo geht's denn hin, wenn ich da lang laufe? Laufen wir mal hier lang. Hier hat auf jeden Fall jemand Laternen aufgestellt. Ach, wie schön. Extra für mich ein paar Laternen.
Ein wunderschöner Baum. Wunderschön. Hier komme ich aber nicht weiter. Kann man da lang? Nee. Da backe ich doch bestimmt fest, wenn ich jetzt da lang laufe. Oh, doch, hier ist so ein Geheim. Ah, ein Stern! Ein Star! Ja, Flame Wings ziert sich ein bisschen. Yay, ich habe einen Stern gefunden. Ach, wie schön. Ach, wie schön. Sehr, sehr gut. Jetzt muss ich hier nur wieder rauskommen irgendwie. Okay. Okay, da ist der Weg. Da ist der Weg raus. So, ich gucke mich mal kurz hier um. Dann müssen wir vielleicht mal auf die andere Seite. Komme ich hier? Kann ich hier irgendwie runterschlittern? Sieht nicht so aus. Ich glaube, runterschlittern wäre eine schlechte Idee. Ich muss doch noch mal ganz hinten lang. Okay, jetzt habe ich ihn gehört. Okay, ich habe diesen Schrei jetzt tatsächlich zweimal gehört. Und ich glaube, der Schrei kommt vielleicht alle 10 Minuten oder so. Ich habe keine Ahnung. Falls er jetzt zwischendurch nochmal gewesen ist, dann habe ich ihn echt nicht als Schrei erkannt irgendwie. Deswegen finde ich es doch ein bisschen fragwürdig, ob es wirklich ein Schrei sein soll oder nicht. Ich meine, man könnte sehr viel hineininterpretieren und es könnte sich auch anhören, als ob auch noch vorher irgendwie ein Mann kurz schreit und dann ein Mädchen schreit und als ob die kämpfen oder der Typ sie irgendwie foltert oder sowas. Irgendwie so klingt das schon. Ob das wirklich so ist, das ist tatsächlich, finde ich, ein bisschen fragwürdig, weil es könnten durchaus auch irgendwelche anderen Geräusche sein, die einfach nur wie ein Schrei klingen. Ja. Gute Frage. Ich weiß es nicht. Generell sind hier alle Geräusche ziemlich creepy. Sehr creepy. Das auf jeden Fall. Und es ist schon echt unheimlich, hier so rumzulaufen. Ja, was denkt ihr darüber? Über diesen Schrei? Meint ihr, das hat wirklich was mit Star Stable zu tun? Oder glaubt ihr, dass der echt nur Zufall ist und die einfach nur irgendwelche unheimlichen Geräusche genommen haben und das jetzt zufälligerweise klingt wie ein Schrei? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Also bis später und auf Wiedersehen. Und für mich vor allem auch eine gute Nacht, denn bei mir ist es gleich 1 Uhr.